Heute mache ich weiter mit ZNS-Roller. Let's go! Heute ist das Paket angekommen, genauer gesagt das letzte Paket. Hab's dann aufgemacht und da drinnen waren die Griffe für ZNS-Roller. Sind so gelb-schwarze Striker-Griffe und ich glaube, die könnten richtig gut in der Kombi mit den Game Wheels kommen. Um die Griffe aufzutragen, habe ich dann erstmal Haarspray benutzt. Das riecht nicht so gut, aber wirkt auf jeden Fall. Damit habe ich dann zuerst den Lenker und dann die Griffe eingesprayt. Dann habe ich den ersten Griff und dann den zweiten drauf gemacht. So sah das dann aus, aber es fehlt noch eine wichtige Sache. Und zwar Bar-Ends. Die macht man so ans Ende vom Lenker, damit der hier nicht kaputt geht. Die habe ich dann auf beiden Seiten noch reingepresst und jetzt muss der Lenker nur noch aufs Deck drauf. Ich habe immer noch das Problem, dass das Ding hier zu dick für den Lenker ist. Deshalb habe ich mir Schmirgelpapier besorgt. Damit habe ich das Teil dann abgeschmirgelt. Ja, sehr, sehr lange. Und so sah das dann aus. Ich hoffe mal, die Bar passt jetzt drauf. Ich habe das dann versucht und nein, der Lenker hat immer noch nicht drauf gepasst. Ich glaube, ich bestelle einfach so eine neue Shim oder habt ihr vielleicht eine bessere Idee? Übermorgen verlose ich übrigens diesen Roller. Wenn ihr gewinnen wollt, markiert drei Freunde und folgt mich hier auf Instagram. Viel Glück!